Ich begrüße Sie recht herzlich zur zweiten Runde heute. Wir haben ja uns jetzt gerade sehr intensiv da auseinandergesetzt mit allen möglichen Themen und also im eher wirtschaftlichen Bereich und wenden uns jetzt nochmal den Kindern zu. Bei uns ist Professor Klund. Sie haben ja neulich sich dazu positioniert, dass die Lage der Kinder jetzt eigentlich massiv gelitten hat im Rahmen der Corona-Maßnahmen. Vielleicht sagen Sie ganz kurz etwas zu Ihrer Person, zu Ihrem Forschungsgebiet und dann, was Ihre Erkenntnisse da sind. Ja, einen schönen guten Tag auch ebenfalls und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist also Michael Klund. Ich bin Professor für Kinderpolitik an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und dort sind wir sozusagen im Studiengang Kindheitswissenschaften tätig. Kindheitswissenschaft muss man immer mal erläutern, weil es da jetzt nicht so viele Studiengänge in Deutschland gibt, genau genommen einen. Und dann auch noch nur einen Master oder zwei Masterstudiengänge zu dem Thema Kindheitswissenschaften. Das ist so eine Verknüpfung aus verschiedensten Disziplinen, also der Pädagogik, Soziologie, Politologie, Psychologie und so weiter, die sich sozusagen den Bereich der Kindheit genauer anschauen. Und wenn wir von Kindheit sprechen, dann meinen wir jetzt nicht wie häufig missverständlich betrachtet nur die junge Kindheit, sondern das, was tatsächlich über die UN-Kinderrechtskonvention auch als Kinder verstanden wird, nämlich alle unter 18-Jährigen auf der Welt und was im Kinder- und Jugendhilferecht sogar die unter 27-Jährigen betrifft, also auch junge Erwachsene und so weiter, kommen praktisch alle nochmal mit in diesem Feld vor. Das also sozusagen muss als Hintergrund mit betrachtet werden. Und ich habe jetzt eben vor ein paar Wochen, Monaten eine Studie verfasst über die Folgen der Corona-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche. Und ich sage mal jetzt für die Einordnung des Ganzen war das bei mir jetzt so, die Hauptkritik, die da jetzt herauskommt, um das für Sie kurz am Anfang gleich zusammenzufassen, ist jetzt nicht etwa die Maskenpflicht oder so etwas oder auch nicht der Lockdown, sondern so die ersten Punkte sind erstmal die Verobjektivierung von Kindern, das Versäumnis einer bundesgesetzlich verpflichtenden vorrangigen Kindeswohlprüfung, die Verweigerung von Kinderrechten wie Partizipation, Bildung und Gesundheit sowie die Verstärkung von Armutsrisiken ohne Kompensation. Das ist also so ein bisschen das, was Sie eben gerade offensichtlich auch schon besprochen haben in Bezug auf Sanktionsregime. Das ist übrigens besonders spannend, gerade bei jungen Erwachsenen. Das Thema Jugendarmut ist ja genauso gravierend wie öffentlich ignoriert. Insofern und die Sanktionspraxen, wie Sie vielleicht wissen, gerade bei den unter 25-Jährigen sind ja am allerhärtesten. Das ist nicht unwichtig, weil ja jetzt gerade, wie wir erfahren haben, vom Bankkaufmann im Bundesgesundheitsministerium, dass ja eine Charakterfrage ist, wie die jungen Leute jetzt sich zu verhalten haben. Und da wird ganz schnell sozusagen, werden da praktisch Voraussetzungen vorgenommen, wer sozusagen wie feiern darf. Und man hat so Vorstellungen, wie man so etwa, was sozusagen eine korrekte Feier ist für junge Menschen. Das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Aber noch einmal einen Schritt zurück bei mir. Also ich habe jedenfalls diese Studie betrieben und habe erstmal gesagt, wir schauen uns mal von der empirischen Grundlage her, von der Methodik her, einfach erstmal nur das an, was sozusagen die UN-Kinderrechtskonvention selbst schon vorschreibt. Und da ist ja im Grunde genommen schon ganz wichtig, wir haben da diesen Artikel 3 unter anderem, der sagt wortwörtlich, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Ein ganz wichtiger Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention, seit 1992 übrigens Bundesgesetz. Die damalige Familienministerin hieß übrigens Dr. Angela Merkel. Das ist vielleicht auch nochmal nebenbei. Sie kann also jetzt nach 30 Jahren nicht etwa sagen, ich wusste davon nichts, also vom Kindeswohlvorrang. Ist also ein Bundesgesetz. Wie Sie vielleicht wissen, also es gab erst noch ein paar Vorbehalte. Seit 10 Jahren gilt es vorbehaltlos in Deutschland. Und es ist noch wichtig, dass dieses Bundesgesetz, wie bei allen völkerrechtlichen Dokumenten,
immer gleichzeitig auch noch in völkerrechtsgültigen Sprachen veröffentlicht werden muss. In diesem Fall hat man das so gemacht, dass es sozusagen, kennen Sie vielleicht in dieser Synopse, Englisch und Französisch noch daneben geschrieben hatte, weil das sozusagen so die geläufigsten Sprachen sind. Das ist jetzt für unseren Fall besonders wichtig, denn im deutschen Kontext sprechen wir ja von Kindeswohl. Und wie Sie vielleicht wissen, seit dem 19. Jahrhundert gab es immer die Rede vom Kindeswohl. Allerdings wurde das sehr wohl in Verbindung gebracht mit dem Prügeln, Verprügeln, der Züchtigungsstrafe von Kindern. Ja, es wurde also nie in Widerspruch gebracht. Es war also ein sehr autoritäres Moment, dieses Kindeswohlprinzip. Und der Originaltext jetzt, also der völkerrechtsgültige Text des Artikels 3, besagt dann nicht Vorrang des Kindeswohls, sondern des, so heißt es im Englischen, best interest of the child. Und daran ist jetzt wiederum bemerkenswert, dass das sozusagen noch eine etwas stärkere Form ist und gegebenenfalls sogar bedeuten kann, dass es hier ein Interesse gibt, natürlich was vorrangig erstmal betrachtet werden muss. Es kann übergangen werden, aber es muss vorrangig betrachtet werden vorher. Hier ist sozusagen noch ein bisschen deutlicher als bei Kindeswohl tatsächlich deutlich, es kann quasi auch zu Interessenswidersprüchen kommen. Das vielleicht nochmal sozusagen dem vorweggestellt. So, dann habe ich mir die entsprechenden Primärdaten angeguckt, die bis dahin halt eben auf Basis von Studien und Vorauswertungen vorhanden waren, also seitens der Vereinten Nationen. Da gab es eine Oxford-Studie, es gab eine Forsa-Befragung, es gab einen Report des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Es gab einen Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Es gab eine Vorauswertung der sogenannten JUCO-Studie, also wo Jugendliche, junge Erwachsene auch befragt wurden und ihre Eltern auch befragt wurden. Es gab verschiedene Zwischenergebnisse, diverse Untersuchungen und Stellungnahmen. Und zwar zum Beispiel auch vom UN-Kinderrechteausschuss selbst in Genf, was bemerkenswert war, vom Kinderhilfswerk UNICEF selbst, von der Kinderkommission des Deutschen Bundestags selbst, da muss man dann immer wieder hinzufügen, ist ja ein Unterausschuss des Familienausschusses. Und jede Erklärung der KIKO, der Kinderkommission, ist eine Erklärung, die alle Mitglieder mittragen müssen. Das heißt also, es ist schon eine sehr gravierende sozusagen Entscheidung, wenn das dann trotzdem herauskommt, was dort sozusagen steht. Dann habe ich eine weitere Veröffentlichung des Deutschen Kinderschutzbundes, Deutschen Kinderhilfswerks, Deutscher Bundesjugendring, Deutsches Institut für Menschenrechte, Nationale Armutskonferenz, Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe und so weiter und so weiter. Diese ganzen verschiedensten Organisationen, wenn ich die alle immer aufführe, ist es nicht, um sie zu langweilen, sondern auch einfach, um zu zeigen, die haben sich auch alle in den letzten Monaten geäußert, aber die kamen praktisch gar nicht vor. Um das jetzt auch schon mal vorwegzunehmen. Ja, die spielten praktisch überhaupt keine Rolle, kann man sagen, in den ersten Monaten. Trotzdem haben die sozusagen alle an verschiedensten Stellen, Save the Children, Tertisom und so weiter und so weiter, haben sie sich Diakonie, was sie wollen, haben sich geäußert. Und wenn man jetzt also die deren verschiedenen Ergebnisse heranzieht und auswertet, kann man zu dem Ergebnis kommen, obgleich Bund, Länder und Kommunen auch in Zeiten der Corona-Pandemie eigentlich zur vollumfänglichen Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention ja verpflichtet waren, konnte mit dieser Untersuchung nachgewiesen werden, dass dies in der Praxis weitgehend versäumt wurde. Das heißt, nachweislich sind elementare Schutzfürsorge und Beteiligungsrechte von ca. 13 Millionen Kindern und Jugendlichen, wie gesagt, jetzt erstmal nur die unter 18-Jährigen betrachtet, verletzt worden. Praktisch alle Entscheidungen und Maßnahmen der Politik seit März, April wurden somit ohne vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls vorgenommen, also bundesgesetzwidrig, beziehungsweise in diesem Fall dann auch Völkerrechtsverstoß. Kinder und Jugendliche sind in diesem Zusammenhang keineswegs ausreichend beteiligt worden oder zumindest in Entscheidungsprozesse einbezogen worden oder wenigstens mal angehört worden. Auch das ist bemerkenswert in einer sehr hohen konsensualen Form. Das heißt also, fast alle diese Institutionen und Forschungsberichte, die ich Ihnen gerade genannt hatte, kommen zu fast genau diesen Ergebnissen, also zu den gleichen Ergebnissen. Die widersprechen sich jetzt nicht irgendwie, dass einer von denen mal sagt, nein, nein, es gab doch total viel Beteiligung oder so. Ja? Also sie sind da tatsächlich sehr eindeutig, so weit, dass sogar die Vizepräsidentin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Sigrid Peter, formuliert hatte, dass die Kinder gewissermaßen als Mittel zum Zweck gesehen wurden. Das ist also nochmal so eine bemerkenswerte Form, die man hier feststellen konnte und die ich vielleicht auch gerne nachher nochmal genauer betonen kann, weil dieses Mittel zum Zweck, diese Art von Verobjektivierung, von Instrumentalisierung,
brachte etwas fast ganz Neues mit sich, nämlich einerseits wurde der Kindeswohlvorrang übergangen, dann wurde das Kindeswohl auch nicht betrachtet, dann wurden auch nicht die Kinderrechte, zum Beispiel auf Gesundheit, was ja ein sehr umfangreicher Bereich ist, Gesundheit für Kinder, ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, wurde nicht betrachtet. Und es kam eine neue Schutzmaxime hervor, nämlich die lautete Kinderschutz als Schutz vor Kindern. Ja? Und damit dann sozusagen dieses besondere Phänomen, dann schließen wir die doch einfach mal ein. Wir haben zwar keine besonders guten Studien, auf denen das sozusagen basieren kann, mit denen wir das begründen können, aber mit denen können wir es machen. Lassen wir doch einfach mal diese 13 Millionen sozusagen isoliert von allen Bildungs-, Betreuungs- und Betätigungseinrichtungen. Ja, wird schon nicht schaden. Ja. So, weltweit jetzt betrachtet, muss man halt eben sehen, hieß das, dass 1,5 Milliarden Kinder von Bildungsexklusion betroffen waren. Weltweit, denn es war ja jetzt auch nicht nur ein nationales Phänomen, ist ja klar. Von diesen 1,5 Milliarden war wiederum fast ein Drittel, das heißt 463 Millionen Kinder weltweit, also mehr als die gesamte EU-Einwohner hat, waren ohne Ersatzunterricht. Ja, die verschiedensten Studien, die aktuelleren von UNICEF und anderen sagen, davon sind womöglich jetzt mehrere Millionen, kommen nicht mehr zurück in die Schulen, ja, insbesondere Mädchen, ja, mit den entsprechenden Folgen, die das dann sozusagen hat, bis hin so zu Zwangsverheiratungen und so weiter. Dann hatten auf einen Schlag 370 Millionen Kinder keine Schulspeisungen mehr, von heute auf morgen, 370 Millionen weltweit. Die Impfungen wurden eingestellt für mehrere hundert Millionen, auch die lebenswichtigen Impfkampagnen in Pakistan, Afghanistan und so weiter. Die verschiedensten Hungerprognosen, kennen Sie jetzt wahrscheinlich auch, gehen jetzt bis über eine Milliarde am Ende dieses Jahres. Und UNICEF, die letzte Studie, sprach von 1,2 Milliarden Kindern in Armut. Ja, also nochmal etwas mehr als 100 Millionen, die dann halt eben jetzt oben drauf. Für Deutschland gesprochen, natürlich erstmal hinzufügend, es ist eines der reichsten Länder dieser Erde. Ja, das heißt, man spricht natürlich über eine andere Form von Armut. Aber trotzdem gibt es eben auch entsprechende relative Armut in Deutschland, zum Teil auch absolute, die etwas zu tun hat mit den Sanktionen, von denen Sie vorhin ja gehört haben. Viele tausend Kinder werden ja von teilsanktionierten Maßnahmen oder von Vollsanktionen getroffen und haben dann tatsächlich absolute Existenzprobleme, kein Licht, kein Wasser, keine Wärme mehr in der Wohnung, kein Dach über dem Kopf und so weiter. In Deutschland gesprochen, Kinder in Armut und unter prekären Lebensbedingungen sind durch die Kontaktsperren, durch Spiel-, Sport- und Bewegungsverbote, durch die Wohnungseinschließungen sowie Bildungsausschließungen besonders hart betroffen gewesen. Gerade auch diejenigen, die bislang über das Bildungs- und Teilhabepaket eben ein kostenloses Mittagessen bekamen. Das hatten die von heute auf morgen nicht mehr. Und die entsprechenden Haushalte mussten irgendwie versuchen, das zu kompensieren. Noch schlimmer traf es obdachlose Jugendliche oder Flüchtlingskinder in Massenunterkünften, wo niemand das sogenannte Social Distancing betreiben konnte oder kann. Natürlich hat das dann auch unterschiedlich gewirkt auf die jeweiligen Jugendlichen und Minderjährigen, das heißt also diejenigen, die jetzt Garten, Pool oder Indoor-Spielplätze als ihr Zuhause bezeichnen konnten, die erlebten die überwiegenden Einschließungen sicherlich völlig anders als diejenigen mit mehreren Personen in zu kleinen Räumen, einer winzigen Behausung mit ungesunder Wohnumgebung, schlechter technischer Ausstattung, bei Eltern, die gerade um ihre wirtschaftliche Existenz kämpften, beziehungsweise gerade einen gravierenden Teil ihres Gehalts oder gleich ihren Arbeitsplatz zu verlieren drohen, oder mangels Homeoffice-Möglichkeiten eben tägliche Infektionen befürchten müssen. Denn das haben wir ja jetzt auch während dieser Lockdown-Phase gemerkt. Man kann ja fast schon das Gesetz aufstellen, diejenigen, die die wichtigsten Tätigkeiten in unseren Gesellschaften ausüben, wurden am schlechtesten bezahlt und werden auch am schlechtesten bezahlt und haben gleichzeitig die höchsten Gesundheitsrisiken und Ansteckungsrisiken und wurden auch entsprechend nicht entsprechend geschützt. Für die Armut gesprochen, könnte man sagen, die Corona- bzw. die Corona-Maßnahmen wirkten fast wie ein Katalysator. Das heißt, die Privilegierten konnten ihren Vorsprung an Partizipation und Bildungschancen eher noch ausbauen. Sie blieben während und nach der Corona-Krise bevorteilt und werden auch noch privilegierter. Die Benachteiligten hingegen bleiben durch Bildungsexklusion und Homeschooling, was bei vielen auch nicht möglich war, überwiegend weiterhin unterprivilegiert und werden auch
noch stärker benachteiligt, gerade mangels finanzieller Mittel. Also wenn Sie jetzt an Hardware denken, Schreibtisch, eigenes Zimmer, fehlende Nachhilfe und so weiter. Die bislang erhältlichen Studien können zeigen, dass die Corona-Krise die soziale Polarisierung nicht etwa reduziert hat, sondern dass sie sogar noch stärker hervorscheint. Da war ich erstaunt, dass ich dies ausgerechnet aus der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft erhielt und jetzt nicht etwa aus der erstbesten Gewerkschaftsstudie oder irgendeiner Studie der Linken oder der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder was auch immer, ne? Sondern tatsächlich war das sozusagen bei denen relativ schnell klar. Wenn also Millionen von Menschen in Kurzarbeit geschickt werden, wenn damit durch wegfallendes Erwerbseinkommen tendenziell Armutslagen, soziale Polarisierung und durch Corona bzw. Corona-Maßnahmen noch verstärkte Bildungsungleichheiten zunehmen, wenn die in der Regel etwa 20% höheren Einkommen der Männer wieder deutlicher an Bedeutung gewinnen und die Retraditionalisierung geschlechtlicher Arbeitsteilung begünstigen und übrigens auch eine Reprivatisierung verschiedenster sozialer Risiken, so sind dies eindeutige Hinweise auf einen gesellschaftlichen Rückschritt. Und das wären halt jetzt eben entsprechend Schlussfolgerungen bei mir dazu, dass ich sagen würde, es dringend ist nun sozusagen eine kritische Aufarbeitung dessen. Und aus meiner Sicht allerdringendst ist entsprechend ein Maßnahmenpaket einerseits für die Umsetzung bzw. Wiederherstellung von Kinderrechten und andererseits ein Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut. Und ich stelle mir das auch so vor, oder ich halte das auch für sinnvoll, dass man darüber sprechen sollte, dass man bei diesen Forderungen entsprechend Kinder und Jugendliche, Jugendverbände, Schülerorganisationen und so weiter entsprechend einbinden sollte, zum Beispiel in so eine Art Kindergipfel, wo entsprechend aufgearbeitet wird, was ist geschehen, was ist falsch gelaufen und was müssen wir aufarbeiten und was müssen wir entsprechend verändern. Ich denke mir auch, dass das jetzt gerade in der momentanen Phase außerordentlich wichtig wäre, denn gerade steht ja an, ein Gesetzentwurf zur Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, der gerade rausgekommen ist. Und gleichzeitig ist immer noch ein Gesetzentwurf in der Pipeline im Justizministerium für das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz. Ja, also zwei ganz zentrale Bereiche, bei denen jetzt im Grunde genommen gesagt werden könnte, also die müssen jetzt, was immer da jetzt drin steht, muss die Haupttest, der Haupttest dabei muss jetzt sein, der Hauptlackmustest muss sein, inwiefern können die dafür dienen, dass entsprechend die Kinderrechte tatsächlich nicht nur auf dem Papier stehen, sondern eben auch umgesetzt werden oder wieder umgesetzt werden. Ja. Und dann kann man halt eben nochmal über verschiedene Maßnahmen sprechen. Das wird wahrscheinlich jetzt eben gerade zum Thema Sanktionen schon genannt worden sein. Ich denke, es ist vielleicht auch für die meisten, selbst für das Bundesverfassungsgericht war es ja einsichtig beispielsweise, dass die gesagt haben, es kann nicht sein, dass unter 25-Jährige einfach eine Totalsanktionierung beispielsweise haben, bei der ersten Wiederhandlung auf null, wohlgemerkt, ja, während alle anderen sozusagen 10 oder 30% Kürzungen haben, was ja auch schon brutal ist. Also man könnte fast von einer Form von Altersdiskriminierung sprechen, die da stattfindet. Aber so ist das Ding ja auch entstanden. Das waren ja die ersten Experimente von Hartz IV, dass man sagt, wir probieren das an denen aus, die in der Gesellschaft den schlechtesten Status haben und die jeder sowieso als unwürdige Arme ansieht, nämlich Jugendliche, junge Erwachsene in Armut. Das ist eh alles nur Schmarotzer oder die wollen sich nicht anstrengen oder die sind zu faul. Also kann man es denen machen, an denen kann man es testen. Für die wird schon niemand Mitleid haben, für die gibt es auch keine Lobbys. Und kaum jemand, sehen Sie ja auch nicht, kaum jemand berichtet darüber, dass seit über 10 Jahren die Armutsquoten bei dieser Altersgruppe die höchsten sind übrigens. Sogar noch höher als bei den Kindern und noch höher als bei den Seniorinnen und Senioren. Ja. So, und das, entsprechend muss das natürlich sozusagen aufgearbeitet bzw. revidiert werden, diese extreme Sanktionspraxis, die ja verbunden war mit dem Ziel, einen Niedriglohnsektor zu schaffen. Das war also jetzt auch nicht, es kam jetzt sozusagen nicht von Laos, es war nicht einfach Himmel gefallen, sondern das Ziel war ja, den größten Niedriglohnsektor Europas zu schaffen, was ja gelungen ist. Und das schafft man natürlich nur, wenn man Entrechtung vorantreibt und wenn man entsprechend insbesondere Eltern erpressbar macht. Erpressbar darüber, dass man den Bedarf ihrer Kinder systematisch unterbewertet, sodass sie im Grunde genommen dann halt aus ihrer vermuteten Faulheit endlich herauskommen und entsprechend tätig werden. Und das ist sozusagen der Hintergrund der Hartz-Gesetze. Und entsprechend wäre halt eben jetzt wichtig, sagen jetzt, was die sozialen Rechte betreffe, soziale Absicherung, kinderrechtliche Prinzipien, soziale Infrastruktur zu gestalten. Aber ich mache mir natürlich keine Illusion. Ich weiß auch, jetzt sind die riesigen Konjunkturpakete beschlossen
Und die Haushalte sind leer, insbesondere die Kommunen ächzen und krächzen. Das heißt also, es werden wahrscheinlich genau diese Bereiche der sozialen Infrastruktur für Kinder und Jugendliche werden womöglich die ersten sein, die dann dran glauben müssen. Weil natürlich die anderen gesellschaftlichen Gruppen, wenn es um Opern oder sonstige Institutionen geht, wesentlich artikulationsstärker sein werden und sagen werden, stopp, halt, selbstverständlich wird hier nicht gekürzt. Ja. Insofern ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass man gerade darauf schaut, erstens, wie hat die Krise auf Kinder in Armut gewirkt und Familien in Armut gewirkt? Und dann nochmal, dass man mit besonderer Sensibilität schaut, wie kann man die jetzt, wenn es wieder rausgeht, in irgendeiner Art und Weise besonders fördern und besonders unterstützen, beziehungsweise wenigstens jetzt die zu befürchtenden Kürzungsprogramme sozusagen so weit wie möglich reduzieren. Ja, das wären erstmal so aus meiner Sicht erstmal so die wichtigsten Punkte. Natürlich kann ich Ihnen jetzt irgendwas noch über Mindestlohn oder Kinder- und Jugendhilfe und Sonstiges sagen, aber ich denke mal, das ist jetzt vielleicht erstmal sozusagen als ein paar Stichpunkte klar, was sozusagen für mich zentral ist. Mich würde mal interessieren, diese ganzen Aspekte, die Sie da aufgezählt haben, die müsste man doch schon als jetzt auch langfristig wirkend betrachten, oder? Das sind ja jetzt nicht irgendwie kurzfristige Sachen, die da eingetreten sind, die dann sich, also jetzt, wenn jemand zum Beispiel diese keinen Zugang zu Bildungsinstitutionen hatte und insbesondere jetzt, also Sie haben jetzt erwähnt, das ist natürlich ein besonders krasses Beispiel, dann ein Kind, was vielleicht irgendwo dann oder ein Mädchen, was dann eben zwangsverheiratet wird, das wird ja wahrscheinlich dann gar nicht mehr in die Schule zurückgehen. Das betrifft natürlich jetzt nur eine kleine Gruppe von Menschen, wo das so ist. Aber sagen wir mal, bei uns hat ja dies jetzt auch bei uns schon, wenn Leute nicht in Zugang hatten zur Bildung, das mag ja den einen oder anderen, der vielleicht auch ein bisschen prekärer dastand in der Schule, auch wirklich auf eine ganz andere schulische Laufbahn werfen dann, ja, dass der das eben nicht schafft, zum Beispiel gerade jetzt Übergang ins Gymnasium, das hinzukriegen, ja, also das sind ja... Auf jeden Fall, und das wussten wir ja natürlich auch vor Corona, wir wussten ja vor Corona, dass etwa ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen in sogenannten Hartz-IV-Haushalten keine internetfähigen Computer überhaupt haben, gar keinen Zugang dazu haben. Geschweige denn jedes einzelne Familienmitglied gleichzeitig, nicht wahr? Was ja dann sozusagen für die Homeschooling-Hartphase, wenn die Eltern gleichzeitig was machen mussten, die Kinder auch, dann völlig unmöglich war. Das heißt also, es war im Grunde genommen schon im Vorfeld klar, dass bestimmte Gruppen hier völlig rausfallen werden. Und es heißt natürlich, also wenn die Gesellschaft sagt, das ist für uns Lernen und Bildung und das muss jetzt so organisiert werden, dann muss sie, und wir haben den Artikel 7 des Grundgesetzes, das ist sozusagen die Schulpflicht, dann muss natürlich sagen, dann müssen wir aber die Lernmittelfreiheit organisieren. Dann müssen wir das ganz schnell so organisieren, dass entsprechend die Versorgung da ist. Ja, dann müsste man nicht mal darüber reden, dass ob der Computer jetzt im Hartz-IV-Satz war, weil das war ja auch schon ein Witz. Da stand dann irgendwo 2,77 Euro pro Monat, kann man ansparen. Ja, und dann ist natürlich absurd, irgendwie dann zu sagen, ja, spart mal an. Dann könnt ihr vielleicht bei der nächsten Krise mal sehen, was wir dann haben für euch. Also das ist sozusagen... Da passt es quasi hinten und vorne nicht. Aber es geht hier auch noch nicht mal um das Existenzminimum, sondern einfach schlicht um Lernmittelfreiheit. Ich war also wie ein Stift, wie Buch und sonstige Sachen. Wer die Schulpflicht sozusagen organisiert und sagt, im Zweifelsfalle kommt die Polizei und holt dich ab von zu Hause. Wir hatten in Sachsen-Anhalt vorletztes Jahr sogar einen Fall, dass ein Mädchen vom Balkon gesprungen ist, weil die sollte dann in Schularrest gehen nach Schulverweigerung und so weiter. Und dann hat sie sich praktisch in den Tod gestürzt. Also wenn der Staat, der Schulpflicht organisiert und verpflichtend macht, der muss dann wenigstens dafür sorgen, dass die Kinder dann auch entsprechend daran teilhaben können. Ja. Und dass man dann auch noch dafür sorgen sollte, dass Bildung und Schule nicht zum Abgewöhnen ist, sodass also die Kinder auch gerne dorthin gehen, das wäre natürlich noch sehr zu wünschen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das ist Menschenrecht auf Bildung für viele Kinder und Jugendliche, leider nicht als solches wirkt, als Persönlichkeitsstärkung, sondern eher als zum Abgewöhnen, ist nochmal ein anderes Thema.
Und Sie hatten sich auch auseinandergesetzt oder hatten Sie das auch mal angeschaut, viele Kinder, oder es ging ja so durch die Presse auch ein bisschen, dass diese, sagen wir mal, die Missbrauchs- oder Gewalterlebnisse in der Familie, ja, durch diese vielleicht jetzt auch angespannte Lage da bei den Eltern, die vielleicht Jobangst oder Corona-Angst oder sonstige Dinge da und dann diesen Art Lagerkoller, wenn man da so familiär die ganze Zeit eng aufeinander sitzt, ohne großen Außenkontakt, keine Möglichkeit zur Schule zu gehen, dass es da ja bei den Kindern auch ein größeres Leid gegeben hat. Hatten Sie dazu auch Untersuchungen gefunden? Also was mir bekannt ist, das war jetzt nur vom Statistischen Bundesamt, dass so um die 10% sozusagen der Kinder davon sozusagen betroffen waren in vielerlei Form, also jetzt psychische Gewalt, physische Gewalt und so weiter. Und dass dann halt eben je nach der Problem, wie sagt man denn da, Problemtiefe, also umso mehr sozusagen, umso mehr Stress noch dabei ist, ja, die Eltern sozusagen noch stärker gestresst sind durch Arbeitslosigkeit, Einschränkungen und so weiter, dann halt eben das Risiko noch höher war, ja. Und ich habe sozusagen selbst nicht dazu geforscht, aber ich konnte das sozusagen dann halt auch feststellen und man konnte es auch so ein bisschen eins und eins zusammenzählen, dass quasi diese entsprechende Problemtiefe und der verschiedene Stress, der da quasi aufeinander prallt, und dann müssen alle auch noch zu Hause sein und dann zu Hause sich das organisieren, dass das zu Explosionen führt. Das Problem oder das, was man noch hinzufügen muss, ist, dass Hilgers, der Präsident vom Kinderschutzbund, sagte 60%, neuere Studien sagten 40%, sei es drum, auf jeden Fall ein großer Teil der Kindeswohlgefährdungsmeldungen stammen halt eben aus dem Bereich Kitas, Schulen, Kinderärzte, Sportvereine und so weiter. Ja? Das heißt also, wenn genau dieser Bereich eben nicht mehr erreichbar ist, das heißt, man kann sich an niemanden mehr wenden als Kind, man ist also dem buchstäblich ausgeliefert, ja? Dann ist das Ganze natürlich nochmal problematisch. Und das war ja, wie Sie vielleicht auch wissen, auch von Zahlen her, dann nicht nur für Kinder problematisch, sondern halt eben auch Gewalt gegen Frauen beispielsweise. Ja? Also was halt eben auch, wir hatten dann praktisch nur diese Nummer gegen Kummer und dann die entsprechenden Telefonnummern. Aber viele Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe haben sich halt eben zurückgezogen und haben auch dann nur noch aus verschiedensten Gründen oder Zwängen und auch mangels Material, dann halt eben gar nicht mehr sozusagen face-to-face mit Kindern und Familien gearbeitet oder arbeiten können. Ja. Also das heißt, ja. Ist das, ich habe das mir so ein bisschen mitgeschrieben, weil mich ein paar Sachen echt gewundert haben. Ist es tatsächlich so, dass vor der Verhängung der Maßnahmen, also Quarantäne, Social Distancing, Masken, Lockdown, keiner mit irgendeiner dieser Kindeswohlorganisationen gesprochen hat? Also es ist so, also ich habe jetzt praktisch erstmal betrachtet, was kam sozusagen vor. Ja. Natürlich in der Kinderkommission beispielsweise wurde dann irgendwann im Mai, wurden dann Gutachten eingeholt und der Vorsitzende der Kinderkommission, Herr Seestern-Pauli von der FDP, jetzt ist es Herr Norbert Müller von der Linken, aber die wechseln sich ja immer ab. Und Herr Seestern-Pauli hatte auch im Zeitinterview ganz, ganz klar und deutlich gesagt, man stellt fest, die Kinderrechte werden hier gerade verletzt. Das war dann, glaube ich, im Mai. Ja. Also das heißt, die hatten auch dann Gutachten vom Kinderschutzbund und Deutschen Kinderhilfswerk eingeholt, verschiedene andere Institutionen auch. Aber das, was ich meinte mit Vorkommen, war eher so, konnte man davon irgendetwas sozusagen medial feststellen. Ja, und das war sozusagen etwas, was mir dann halt eben auch aufgefallen ist. Jutta Almendinger hat das dann vom Wissenschaftszentrum Berlin, hat das ja dann auch gesagt. Also wenn man sozusagen schon, also man muss ja kein Virologe sein, aber wenn man schon feststellt, es werden tatsächlich nur 2 oder 3 Virologen überhaupt gefragt, und zwar Virologen, muss man ja ganz deutlich sagen. Frauen spielten da auch keine Rolle. Und keine andere Wissenschaftlerin, kein anderer Wissenschaftler kommt über Wochen, manchmal sogar über Monate oder fast keine in der Öffentlichkeit besonders zu Wort, dann kann man sich ja schon mal wundern, da stimmt ja irgendetwas nicht. Ja? Also warum fragt sozusagen niemand die anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie sieht das eigentlich aus, Psychologinnen, Psychologen, Medizinerinnen, Mediziner, was habt ihr für Erkenntnisse? Jetzt jenseits der Virologie, also da die Kontroversität dort oder die Nicht-Kontroversität medial organisiert, Nicht-Kontroversität und Nicht-Pluralität ist auch nochmal ein eigenes Thema. Aber dieser Bereich der
jetzt sozusagen der Wissenschaften, die da ausgeblendet wurden, brachte es auch mit sich, dass die Kinderrechtsorganisationen und die verschiedensten anderen, die ich jetzt eben gerade nannte, sagen, die haben fleißig, wie ich auch, alle möglichen Sachen produziert, aber es kam buchstäblich nichts vor. Und selbst das Deutsche Institut für Menschenrechte, die Frau Kittel war ja auch mit mir in der Kinderkommission, hat ganz klare und deutliche Kritikpunkte genannt. Aber auch die kamen und kommen kaum vor in diesen Diskursen. Jetzt wird es so langsam anders. Jetzt hier und da stellte man dann so nach 2-3 Monaten fest, also sozusagen nach dem März, jetzt müssen wir doch mal schauen. Ja, aber das ganze Spiel läuft doch schon seit März. Also hat da tatsächlich niemand vorher aus der Regierung versucht, mit diesen Kinderschutzorganisationen, Kindeswohlorganisationen Kontakt aufzunehmen und mit denen zu besprechen, was das bei den Kindern auslösen könnte, was man vielleicht anders machen muss, wenn Kinder betroffen sind, als wenn Erwachsene betroffen sind. Solche Gespräche hat es nicht gegeben. Also ich muss es anders beantworten, weil da bringen Sie sozusagen mich gleich auf den besonderen Gedanken. Das wäre sozusagen eigentlich wünschenswert gewesen. Ja, nicht wahr? Also praktisch, wenn die, also wir nehmen jetzt mal weg, dass Herr Spahn noch am 14. März gesagt hatte, es gäbe Gerüchte, er will den Gerüchten entgegentreten, dass es in Deutschland zu einem Lockdown käme und so weiter. Ja? Das lassen wir alles beiseite. Dann wäre ja trotzdem interessant zu sagen, wir fangen an, schon kurz bevor das jetzt startet, und sprechen mit den jeweiligen Organisationen, auf was müssen wir jetzt besonders achten. Genau. Und genau das findet nicht statt. Und zwar überhaupt nicht statt. Es ist so bemerkenswert, wenn Sie mal schauen, das Corona-Krisenkabinett auf Bundesebene hat nicht einmal die Bundesfamilienministerin mit hinzugezogen. Ja? Wahnsinn. Im hessischen Corona-Kabinett saßen nur Männer. Ja? Keine einzige Frau. Natürlich kann man dann auch an solchen Stellen sagen, sowas kommt von sowas. Ja? Die haben dann tatsächlich keinerlei Bezüge gehabt zu Kitas, Schulen und sonstigen Bereichen, geschweige denn der außerschulische Kinder- und Jugendhilfebereich. So, und diese Vorgehensweise hat dann halt eben ganz viele Bereiche eher ignoriert. Dadurch war dann auch Kinder- und Jugendhilfe die ersten Wochen und Monate, wie sagte man so schön, nicht systemrelevant. Ja? Sie kamen ja praktisch nicht vor. Bis hin zum Kinderschutz, bis dann endlich, wir hatten dann verschiedenste Unterschriften gemacht und auch schon Ende März, April, dass man sozusagen mit dem Kinderschutz nicht so umgehen kann. Ja, also gerade bei Kindeswohlgefährdung, das kann nicht sein, dass man da einfach sagt, ja, macht das doch einfach alles jetzt digital oder ist nicht systemrelevant, interessiert uns jetzt gerade nicht und so. Also das sozusagen ließ sich feststellen und daraus entstand einfach auch eine gewisse Ignoranz. Der Ralf Brinkhaus, der hatte das dann irgendwie im August gesagt, ja, Familienkinder, die haben wir wohl ein bisschen vergessen. Ja, ein bisschen vergessen, das klingt ja irgendwie auch irgendwie so. Die waren, also ich weiß auch nicht, die waren sozusagen nicht im Fokus, ja, in ihrem Betrachtungsfokus. Und entsprechend fanden dann auch nicht genau solche Gespräche, wie Sie es jetzt gerade angedeutet hatten, hätten ja stattfinden müssen. Worauf müssen wir jetzt achten? Was könnte passieren? Was muss besonders beachtet werden? Wie können wir die Kinder und Jugendlichen, auch ein ganz wichtiger Bereich der Partizipation, wie können wir sie mit einbinden? Wie können wir mit ihnen zusammen die Bereiche auch der offenen Jugendarbeit so gestalten, meinethalben auch pandemiegemäß mit allem, was dazugehört, aber so, dass sie selbst auch Ideen mit einbringen können, dass sie sich selbst beteiligen können, dass sie sozusagen nicht einfach nur ausgegrenzt werden und isoliert werden, dann sozusagen mit als beteiligte Menschen betrachtet werden. Das ist ja auch ein Teil von der eines Kindeswohlansatzes, dass man erstmal sozusagen die Bedürfnisse und Interessen der betreffenden Personen mit einbezieht. Und all das fand einfach mal, könnte man sagen, so gut wie gar nicht statt. Es gab hier und da mal so kleine Ausnahmen in dem einen oder anderen Bundesland oder in dem einen oder anderen Landkreis oder der Stadt oder Schule, wo tatsächlich so etwas hier und da auch gelang, glücklicherweise. Aber ich fragte auch die Frau Kittel vom Deutschen Institut für Menschenrechte, ich hätte so gerne mal ein paar Good Practices, es müssen ja nicht mal Best Practices sein, aber gibt es nicht ein paar Good Practices wenigstens, hier und da, wo mal was gelungen ist. Sie sagte, es ist uns leider kein einziger positiver Fall genannt worden. Ja? Jetzt habe ich gehört, es gab wohl hier und da mal auch Schulen, wo es gelungen ist, wo es gemacht wurde, aber also über weite Strecken, wie weggeblasen. Ja, bis eben waren das alles ja Politiker, die die Kinderrechtskonvention und die Kinderrechte rauf und runter gefeiert hatten. Und kaum fand das statt, wurde diese Gruppe sozusagen abgeschrieben und nicht mehr weiter berücksichtigt.
Also das Phänomen, was Sie beschreiben, das ist ja genau der Grund, warum es uns gibt. Weil wir uns gefragt haben, wieso hört man nur eine einzige Stimme an und sonst gar nichts. Mir war nicht klar, dass die Kinder dabei völlig unter den Tisch gefallen sind. Ist es tatsächlich so, dass dieses Homeschooling, was dann veranlasst wurde, dass das auf ein Viertel von Kindern trafen, die in Hartz-IV-Verhältnissen leben und gar keinen Zugang zu Computern haben? Oder habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Nein, das ist auch in der aktuellsten Bertelsmann-Studie nochmal unterstützt worden. 24% der Kinder in SGB-II-Haushalten, also ALG-II, Hartz-IV-Haushalten, haben keine adäquate Computerausstattung. Also das war vor der. Ordnet man an Lockdown, Homeschooling und hat überhaupt nicht auf dem Zettel, dass ein Viertel der Kinder gar kein Homeschooling betreiben können, weil sie gar nicht auf Zug. Ja. Das gibt's doch nicht. Richtig. Was für Ganz Volldeppen genau. sind denn da am Werk? Mhm. Haben Sie das mal im Bundestag gefragt? Also das ist ja so, wenn ich meine Kanzlei so führen wäre, würde, dann wäre ich ja schon längst pleite. Wahrscheinlich hätte mich irgendjemand aufgehängt. Aber was haben die da eine Erklärung dafür, dass die einfach planlos in der Gegend rumballern? Also was interessant war, dass die betreffenden Politikerinnen und Politiker jetzt auch in dem Ausschuss ja. Tatsächlich auch sozusagen mit einem gewissen Maß an Scham und auch mit einer gewissen Maß an sozusagen Wahrnehmung dann auch gesagt hatten, also auch Selbstkritik auch gesagt haben, ja, das ist tatsächlich so gelaufen. Und wie gesagt, lesen Sie sich nochmal die Protokolle der Bundestagsdebatten durch. Fast über alle Fraktionen hinweg ist tatsächlich auch da eine Art Eingeständnis nach dem Motto, ja, das war bei uns einfach nicht auf dem Schirm. Und dann gibt es halt eben unterschiedliche, ich kritisiere dann immer das nochmal ein bisschen schärfer, insbesondere bezogen auf Kinderarmut und der Repräsentant der FDP oder von der CDU nochmal anders. Aber das Große und Ganze, dass sie sozusagen da einfach eine Gruppe ausgeblendet haben. Und wie gesagt, nochmal bundesgesetzwidrig ja auch, ja. Also Sie wissen ja, dass Sie eigentlich auch gesetzlich daran gebunden sind. Und Sie wussten auch vorher, was man dafür dann tun muss, wie man sich an Gruppen wenden kann. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, Mensch, wir hätten doch niemanden zusammenholen können, wir durften doch nur digital und so weiter. Das ist absurd, weil gerade die jungen Leute heutzutage sind ansonsten so pfiffig und so fit mit Internetmethoden und mit sonstigen digitalen Methoden. Das ist keine ausreichende Ausrede. Und zu sagen, wir haben niemanden beteiligt und wir haben niemanden gefragt und niemanden mit einbezogen, sondern das ist einfach Ignoranz und zum Teil, wie gesagt, ich habe es vorhin leider ja schon angedeutet, eine Form von Kinderschutz, die sozusagen verstanden wird als Schutz vor Kindern. Ja? Die Kinder sind die Superspreader. Auf Basis einer sehr fragilen empirischen Basis wird diese Behauptung einfach sozusagen nicht einmal mehr sozusagen empirisch näher beleuchtet, sondern sie wird einfach sofort in Verordnungen umgesetzt und in Gesetze umgesetzt, die Konsequenzen für über 13 Millionen Kinder und Jugendliche haben, ohne dass das sozusagen nochmal genauer reflektiert wird und geschweige denn, dass diese Kinder und Jugendlichen auch wenigstens mal gefragt werden. Ja, das ist offensichtlich, dass das auf breiter Linie gelaufen ist. Und jetzt laufen sie diesen ganzen Zombies in die Arme, die einfach nur noch voraussetzen, so ein durchgedrehter Rentner in der U-Bahn oder so, gestern ist mir das passiert, warum haben Sie keine Maske auf? Da habe ich gesagt, ja, weil ich eine Befreiung habe, weil ich nämlich sofort Kopfschmerzen kriege. Und dann hat er wohl gemerkt, dass das nicht mit irgendjemandem zu tun hat, hat sich wieder hingesetzt. Ich glaube Ihnen kein Wort, hat er noch gesagt, hat sich wieder hingesetzt. Aber es ist tatsächlich so, so wie Sie es beschreiben, läuft es in der Realität ja auch heute ab. Es wird alles vorausgesetzt, als sei das tatsächlich Fakt. Wir haben eine Pandemie, keiner fragt mehr nach. Wir haben aber hier in der Ausschussarbeit festgestellt, es hat ja nie eine Pandemie gegeben. Oder wenn, dann war es eine PCR-Pandemie, eine PCR-Test-Pandemie. Aber keine, jetzt im Nachhinein können wir es erst, wir sind ja noch nicht ganz durch, aber können wir es erst recht feststellen. Es ist nichts passiert, was über das Maß einer normalen Grippewelle hinausgehen würde. Und was ich nicht wusste, ist, dass, das hatte ich schon mal gehört, dass ein Viertel der Kinder tatsächlich wohl
wohl in Haushalten leben, wo sie gar kein Homeschooling betreiben können, weil sie eben keinen Zugang zu Computern haben. Aber was ich nicht wusste, hoffentlich habe ich es mir richtig aufgeschrieben oder ich hoffe, ich habe es mir nicht richtig aufgeschrieben, dass die Kinder- und Jugendlichenarmut ein wesentlich größeres Problem ist als das, worüber man sonst überspricht, nämlich Altersarmut. Ist das so? Also ich muss Sie noch mal einmal korrigieren. Nicht ein Viertel aller Kinder hat nicht diese Ausrüstung, sondern ein Viertel der Kinder in Hartz IV. Okay, verstanden. Gut. Ja, also sozusagen ein Viertel von, weiß nicht was, etwa 2 Millionen Kindern. Ja? Ja. Die sind sozusagen raus, erstmal technisch. Das ist ganz schön viel, ne? Richtig, natürlich, selbstverständlich. Ich wollte es ja nur präzisieren. Und der zweite Punkt, was war das jetzt nochmal? Das war die Frage, Sie hatten vorhin gesagt, Kinder und Jugendlichen oder Jugendarmut, das sei ein Phänomen, was wahrscheinlich, also mir zumindest ist das gar nicht so klar gewesen, aber ich glaube, wenn ich Sie da nicht ganz und gar falsch verstanden habe, ist das gravierender als das, worüber man sonst immer spricht, nämlich die sogenannte Altersarmut. Ja, also ich bin ja jetzt sozusagen, ich bin kein Generationenkrieger, kein eher sozusagen Kritiker dieser Generationenkriegsrhetorik, aber es ist in der Tat feststellbar, also gibt natürlich viele, die das sozusagen gegenüber Kindern sagen, genauso wie gegenüber Jugendlichen, genauso wie gegenüber Senioren, nach dem Motto, denen geht's doch so gut wie nie zuvor, ja, im Durchschnitt. Kommt ihr dann immer am Ende nochmal, statistisch im Durchschnitt, stimmt das ja auch. Aber das hilft denjenigen, den anderen natürlich nicht. Und es ist in der Tat so, also die Statistiken sind da eindeutig, die Altersarmut ist in den letzten Jahren am stärksten gestiegen, aber die Kinderarmut ist sozusagen besonders stark bei den unter 18-Jährigen, also da sind wir bei fast 20% oder so. Bei den Alten gehen wir da langsam in diese Richtung. Aber bei den Jugendlichen haben wir sogar schon wesentlich mehr als 20%. Und das jetzt nicht etwa seit gestern oder nicht seit heute, sondern seit fast 10 Jahren. Ja? Also das sind dann die 18- bis 24-Jährigen. Ja. Wie kommt das? Ja, ich habe es eben gerade schon angedeutet. Also das sind sozusagen verschiedene Faktoren. Zum einen sind es zum Teil natürlich auch Kinder schon, also die entsprechend in benachteiligten Haushalten aufgewachsen sind. Zum Teil hat es etwas damit zu tun, dass die halt eben konfrontiert sind. Das wird jetzt natürlich noch härter werden für Sie in Bezug auf, wenn es um Befristung geht, ja, wenn es jetzt um einen prekären Arbeitsmarkt geht, wenn es darum geht, ob Sie nur noch eine Teilzeitstelle haben oder ob Sie überhaupt einen Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz jetzt bekommen oder übernommen werden. Ne? Das steht ja jetzt alles an für diese jungen Leute, für diese Generation. Sie sprachen ja vorhin über den Crash. Ja. Die kriegen das ja jetzt alle mit, dass die verschiedensten Unternehmen, und zwar wirklich ein großer, gravierender Anteil von Unternehmen sagt, wenn sie nicht gerade sowieso in Insolvenz planen, sagen sie, wir werden weniger ausbilden, geschweige denn weniger und erst recht weniger übernehmen nach der Ausbildung. Und davon wird diese junge Generation geprägt sein. Da sich in dieser statistischen Gruppe auch noch junge Studentinnen und Studenten, die einen eigenen Haushalt gegründet haben, befinden, wird es sehr häufig sozusagen statistisch so gegengerechnet, dass man es so ein bisschen zu einer Lappalie erklärt und sagt, ja, also komm, das sind irgendwie die Zahnarzttöchter und die Juristensöhne. Und dann sind die ja erstmal ein bisschen schlecht drauf, aber sozusagen nach 2 Jahren werden die alle sozusagen Topverdiener oder so. Und dadurch ignoriert man aber natürlich, dass ein großer Anteil von denen halt eben nicht entsprechende vermögende Eltern hat und nicht vermögend aufwächst und jetzt nicht sozusagen gleich den Riesenaufstieg machen wird. Und auf diese Art und Weise kann man aber sehr gut diese Zahl, also sozusagen dann halt eben so ein bisschen negieren. Aber wie gesagt, öffentlich, das ist wirklich bemerkenswert. Wir haben mit einer Gruppe zu tun, die ist am stärksten betroffen, bei diesen jugendlichen, jungen Erwachsenen, am stärksten betroffen von Armut, am wenigsten gesellschaftlich berücksichtigt und am schärfsten gesellschaftlich bestraft. Ja, also durch Sanktionen bestraft. Ja, wie gesagt, erste Zuwiderhandlung, das kann auch einfach nur Termin oder sonstige Sachen sein, Kürzung auf Null des Regelsatzes. Zweite, es geht sofort an die Wohnungskosten. Das heißt, da wird auch für Tausende von jungen Menschen wird da auch sofort einkalkuliert, dass da entsprechend Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit ruhig entstehen kann. Die können sich ja Essenspakete suchen, wie gesagt, ja? Können ja zur Tafel gehen. Insbesondere in der Tat kommen auch immer mehr zur Tafel und die neuesten Untersuchungen vom Deutschen Jugendinstitut sagten auch, die haben so um die 37.000
Obdachlose, Jugendliche, junge Erwachsene. Ja? Das läuft aber, wie gesagt, alles jetzt schon vor Corona. Ne? Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Es wird ja halt jetzt nur natürlich nochmal verschärft, weil für viele von denen, ich habe das jetzt nur kürzlich mitbekommen in dem Bundesbildungsbericht und der nationale Bildungsbericht und vor allem der, wie heißt der, Berufsbildungsbericht und der Bericht des deutschen Handwerks. Also das deutsche Handwerk ist offensichtlich immer noch mal so ein Bereich, wo gerade diejenigen jungen Leute, die jetzt keinen guten Schulabschluss oder so hatten, noch mal irgendeine praktische Tätigkeit finden. Und genau die haben jetzt halt eben auch gesagt, ja, also wir werden jetzt dieses Jahr unsere Einstellungen, unsere Ausbildungen reduzieren und unsere Übernahmen entsprechend auch nach der Ausbildung. Ja, das heißt also, für diese Generation wird es äußerst, äußerst schwer, ja, da zurechtzukommen, zumal wenn sie nicht mal berücksichtigt werden, ja, und wenn sie überhaupt nur dann in irgendeiner Art und Weise ins Gespräch kommen, wenn es wieder um die berüchtigte Charakterfrage geht, dass sie zu viel vergnügungssüchtig sind und Partys feiern wollen. Ja, das ist das Einzige, wo sie dann mal vorkommen. Ja. Das ist tatsächlich ein Problem. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es sagen, dass alle immer nur schlecht dran sind. Aber ich denke, es wäre schon wichtig, dass es halt eben auch mit in die Berücksichtigung hineinfiele bei diesen jungen Leuten. Gerade vor ein paar Tagen gab es so eine schöne ARD-Doku. Die einen jungen Erwachsenen feierten den Geburtstag im Fünf-Sterne-Hotel, aber auch übrigens alle ohne Maske und mit Küsschen hier und Küsschen da, wurde aber als Vorbild dargestellt. Und die anderen Jugendlichen, das sind die, die halt eben nicht diesen Platz haben, ja, die treffen sich natürlich einfach irgendwo auf der Straße, da die verschiedensten offenen Jugendarbeitsinstitutionen zum Teil sogar jetzt noch nicht offen sind. Ja, ja, wo trifft man sich? Irgendwo, wo man irgendwo auf der Straße oder wo auch immer, wo man sich halt eben treffen kann, ja, wenn man sonst keine anderen Bereiche hat. Ja. Also insofern, also diese Konflikte werden sicherlich auch noch weitergehen. Und sagen Sie, jetzt sind ja da offenbar Änderungen geplant, also im Sinne von Verankerung von dem Kinderschutz im Grundgesetz oder von diesem, was Sie meinten, Novelle des Kinderschutzgesetzes oder so. Ist denn da, sagen wir mal, im Zuge dieser Corona-Problematik, die wir hier betrachten, ist da auch möglich, dass da unter Umständen, oder Sie haben sich vielleicht schon näher, kenne den Text jetzt nicht, dass da auch Passagen reinkommen, sagen wir mal, die schwierig sind, zum Beispiel, dass es im besten Interesse des Kindes sein kann, dass es jetzt zwangsgeimpft wird beispielsweise oder dass es entfernt wird von seinen, in Quarantäne separiert von den Familien, dass das auch nochmal in so ein Gesetz reinkommt, weil es ja zum Kindeswohl dienen kann oder wenn es Eltern gibt, die irgendwelche zum Beispiel sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen, dass das Kind dann da auch wegkommen soll oder solche Dinge, dass das auch missbraucht werden könnte jetzt in so einer Lage, dass man da Gesetze reindrückt, die jetzt doch irgendwie eine etwas andere Zielrichtung haben, sagen wir mal so. Bevor Sie antworten, Herr Professor Klund, ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss heute Abend in Göttingen sein und vermutlich die wichtigste Zoom-Konferenz unseres Lebens durchführen. Deswegen muss ich mich verabschieden. Ich würde Ihnen sehr gerne noch zuhören. Ich war auch beeindruckt von Ihrem Vortrag im Bundestag. Und wenn wir können, werden wir Sie auch unterstützen bei den Dingen, die noch durchgeführt werden müssen aus Ihrer Sicht. Ich will nicht unhöflich sein, ich muss aber weg. Ja? Bis gerne. Dann. Schönen Tag noch. Tschüss. Ihnen auch. Genau, also jetzt vielleicht zu den beiden Gesetzentwürfen. Ich würde sagen, bei dem einen habe ich ein wenig Befürchtungen. Jetzt nicht genau direkt diejenigen, die Sie haben, bei dem anderen nicht. Ich kann es mal kurz erklären. Also bei dem zu den Kinderrechten ins Grundgesetz bin ich eigentlich grundsätzlich, trotz aller Probleme, die es dort auch noch gibt in der Formulierung, bin ich, wenn es reinkäme, optimistisch, dass dies nochmal zum Anlass genommen wird, tatsächlich das, was Sie angesprochen hatten mit dieser Zwangsquarantäne von Kleinkindern, von nicht infizierten Kleinkindern, die gleichzeitig eine Isolationspflicht in der Familie mit sich bringt und die gleichzeitig noch bewährt wird mit einer Kindesinobhutnahmedrohung. Ja, also sprich, wenn du dein Kleinkind nicht isolierst von dem Rest der Familie, das in Klammern, hier merkt man auch gleich, welche Vorstellungen so vorherrschen, wie so Menschen leben. Ja, dass natürlich jede Familie in Deutschland hat mindestens so viele Räume, wie sie Kinder und Personen haben. Ja, ist ja klar, dass jede Familie das auch kann. Also wieder Klammer zu, diese Maßnahme, die da stattfindet, wird aus meiner Sicht jetzt auch juristisch
muss sie ganz dringend sozusagen angegriffen werden, weil also der Deutsche Kinderschutzbund hatte schon gesagt, es ist de facto eine Form von psychischer Gewalt, die da ausgeübt wird. Ja? Die Frage, die sich doch hier gestellt werden muss, welches Verständnis von Kindeswohl haben wir eigentlich? Welches Verständnis von Kindergesundheit haben wir eigentlich in diesem Zusammenhang, wenn wir solche tatsächlich auch gewaltsamen Drohungen aussprechen, gegenüber wohlgemerkt nicht infizierten Kindern, die einfach nur in Kontakt kamen, was weiß ich, mit einer Lehrerin, die vielleicht infiziert waren oder so, und die dann halt eben nicht etwa einfach zu Hause bleiben dürfen, sondern die auch noch zu Hause abgesondert werden sollen von allen anderen Familienmitgliedern und das als Kleinkinder. Also in welcher Vorstellungswelt man sich da befindet, das ist jetzt offensichtlich in mehreren Bundesländern, in mehreren Landkreisen geschehen. Man kann also jetzt nicht mehr sagen, es war jetzt nur so irgendein Einzelfall oder irgendein durchgeknallter Gesundheitsamtmitarbeiter hat da einen Brief verfasst, sondern es ist offenbar mehrfach geschehen, immer wieder mit dieser Drohung auch verbunden. Und ich, also um es jetzt kurz zu sagen, ich erwarte mir, dass spätestens dann, wenn diese wenn die Kinderrechte im Grundgesetz nochmal sozusagen verstärkt verankert sind, dass dann entsprechend Klagen auch auf dieser Basis nochmal erhoben werden. Ich meine, es gibt genügend Paragraphen, die auch jetzt schon da sind, wo einfach dagegen geklagt werden müssen. Und wenn ich es richtig sehe, auch Rechtsgutachten von bestimmten Landesverbänden sind auch schon da, die auch zeigen. Und selbst das RKI sagte, also man muss doch hier abwägen. Ja, also man kann doch hier nicht einfach in einer brutalo Manier, sag ich jetzt mal, da sozusagen durchregieren. Man muss doch wenigstens abwägen an so einer Stelle und kann die Leute nicht auch noch dann noch unter so einen Psychodruck setzen. Aber ist das also jedenfalls nicht noch einfacher durchzusetzen, wenn man Kindeswohl oder ich sag mal, wenn man Grundrechte für Kinder schafft, weil man dann ja quasi das Erziehungsrecht und die Möglichkeit der Eltern, auf ihre Kinder aufzupassen und ihren Artikel 6 durchzusetzen an dieser Stelle, über das eigene Kinderrecht aushebeln kann und sagen kann, nee, Kindeswohl ist in diesem Fall doch eher die Quarantäne. Und wenn die Eltern dagegen sind, dann gewinnt halt der Artikel für das Kind. Also gut, ich sage jetzt mal so, natürlich können Sie, also Sie können ja, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich bin ja kein Jurist, natürlich können Sie aus jedem Artikel das machen, was Sie sozusagen wollen. Das haben Sie ja jetzt gemerkt am Artikel 7, ne? Wenn Sie da jetzt im Grundgesetz ist. Da steht ja nicht wirklich drin Schulpflicht, sondern da steht ja erstmal nur, steht unter dem Obhut des Staates oder was weiß ich was alles. Dass der Staat daraus macht, Elternrecht gilt, ja, Sorgerecht gilt, aber von morgens 8 Uhr bis mittags 13 Uhr kann es sein, dass es vollständig eingeschränkt wird. Und wer sich nicht dran hält, muss Strafe zahlen oder die Polizei kann kommen und das Kind holen. Ja, dass das sozusagen dann darunter verstanden wird, ist ja nochmal eine Interpretation, die nicht zwangsläufig aus dem Artikel kommt. Hier jetzt in diesem Fall würde ich sagen, nach den heutigen Rechtsprechungen würde ich sagen, es gibt beim tatsächlich richtig verstandenen Kinderrecht und Elternrecht keinen grundsätzlichen Antagonismus. Ja. Keinen grundsätzlichen Antagonismus. Das heißt also, an dieser Stelle kann ich mir, also in den 50er, 60er Jahren hätte man sicherlich gesagt, ja, das ist ja das Recht des Vaters, der darf nicht nur seine Frau schlagen, sondern auch noch seine Kinder, ja, das ist sein Persönlichkeitsrecht, so stand das damals in den Kommentaren zum BGB. Und dann wurde es so 70er, 80er Jahre nach und nach wurde dann der Gewaltbegriff rausgeholt aus dem BGB und jetzt seit 2000 haben wir Recht auf gewaltfreie Erziehung. Nach langen, langen, jahrzehntelangen Kämpfen darum. Also jetzt ist es so, dass Elternrechte und Kinderrechte eigentlich nicht in einem grundsätzlichen Antagonismus stehen. Das heißt also, wenn die Kinderrechte gestärkt werden, werden nicht automatisch Eltern geschwächt, sondern im großen Maße auch gestärkt. Und das können sie jetzt auch an dieser Stelle. Ich gebe Ihnen natürlich recht, es wird sicherlich noch irgendwelche Leute geben, die auch versuchen, nach dem Schema vorzugehen, wie Sie es jetzt gerade beschrieben hatten. Ja, also aber bislang, was ich so mitbekommen habe, was so Gesundheitsämter und so weiter und auch Landkreise und Landräte gemacht hatten, meistens waren die pikiert und peinlich berührt und sagten, das wollten wir doch gar nicht so und das war doch gar nicht unsere Absicht und so weiter. Also wir wollten doch jetzt gar nicht so gravieren, wir wollten doch nur und so weiter. Das heißt also, da glaube ich nicht, dass das in den grundsätzlichen Antagonismus gestellt wird, wenn die Kinderrechte gestärkt werden, werden die Elternrechte gestärkt. Nur das Elternrecht ist eben, das muss man ja halt auch sagen, es ist kein beliebiges Recht über Dinge, ja,
sondern es ist sozusagen ein sehr starkes Recht, ne, das Ortsrecht und Vermögensrecht über das Kind, aber es ist eben an das Kindeswohl gebunden. Es ist kein beliebiges Ding, Vernutzungsrecht, ja. Und insofern kann man sagen, wenn es verletzt wird, gibt es sozusagen das staatliche Wächteramt zwingend. Nur man muss halt sagen, das, was da an manchen Stellen organisiert wird, ne, wie gesagt, mit dieser Zwangsisolation, das ist ja aus meiner Sicht eine Kinderrechtsverletzung, wenn Sie so wollen, wenn nicht sogar eine Kindeswohlgefährdung, ja, durch Instanzen, die sich selbst als Kindeswohlschützer darstellen. Das finde ich wirklich schockierend. Also, ich sehe da auch einen Verstoß gegen den Artikel 6, so wie er gemeint ist. Also, ja. Also wirklich strafrechtlich relevant. Bei dem anderen, ja. Entschuldigung, ich wollte noch sagen, zu dem anderen Gesetzentwurf noch, zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, da ist es zum Beispiel so, es kann sein, dass es da ein paar ganz gute Momente gibt, wie zum Beispiel Ombudschaften, dass endlich auch die Kinder, Jugendlichen, Familien schneller auch eine Klagemöglichkeit bekommen, ja, was ja sehr wichtig ist jetzt gerade bei ganz vielen willkürlichen Maßnahmen der letzten Jahre und gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten wird sehr wichtig sein. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass bestimmte Bereiche und zwar mit so Floskeln aufgeweicht werden könnten. Das heißt also so Rechtsansprüche auf Hilfen zur Erziehung aus Kostengründen, versteht sich. Ja? Da werden dann aus solchen Sachen dann auch einmal aus Sollbestimmungen werden plötzlich Kannbestimmungen oder die werden so ein bisschen umformuliert. Mal sehen, wie da der weitere Prozess ist bei dem Gesetz. Aber es kann sein, dass da in der einen Richtung so bestimmte Aufweichungen stattfinden. Es kann aber auch sein, dass das sozusagen hilfreiche Stärkungen damit verbunden sind. Mal sehen, also wie da sozusagen. Aber wie gesagt, ich würde mir halt wünschen, dass es irgendwie mit der Corona-Debatte und den Corona-Bedingungen ins Verhältnis gesetzt wird und gezeigt wird und bearbeitet wird, was hilft es uns, damit die Rechte von Kindern und Familien gestärkt werden. Und zwar gerade dann, wenn es besonders wichtig ist. Ja, weil das kann man ja auch wieder sagen, Rechte, das ist ja wie mit einem Dach. Das soll ja nicht nur trocken halten, wenn die Sonne scheint, sondern Recht und Gesetz soll ja auch dann trocken halten, wenn es regnet. Ja, also eben auch in solchen sogenannten Notstandsphasen oder so etwas, auch dann ist es wichtig, dass Recht und Gesetz gelten. Ja, und zwar eben auch für Kinder und Jugendliche. Das ist Wahnsinn. Also ich möchte noch mal gern zurückkommen auf diese Zwangsisolierung da. Also wenn man sich das jetzt nur mal praktisch vorstellt bei einem wirklich kleinen Kind, also unser Sohn ist zum Beispiel 5 Jahre alt, ja, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, der müsste in einem Zimmer bleiben, also normalerweise sitzt er auf dem Sofa quasi auf einem drauf oder jedenfalls ganz in der Nähe. Also das heißt, ich müsste den ja entfernen von mir und er würde ja in dem Zimmer auch nicht bleiben, weil er das gar nicht versteht. Also jedenfalls nicht über Tage oder der würde da vielleicht eine Stunde mal drin bleiben, aber das würde er wahrscheinlich auch nicht machen. Das heißt, ich muss ja dieses Zimmer im Prinzip abschließen, dass der da nicht wieder rauskommt und muss ihm dann ab und zu da irgendwelches Essen reinschieben, weil ich mich da ja noch nicht mal drin aufhalten darf. Dann kann ich ihm vielleicht noch vom Band ein Märchen vorlesen lassen. Ja, also ich meine, das ist ja wirklich, also das sind ja, wenn ich sowas machen würde jetzt unter normalen Umständen, also dann würde ich ja wirklich, das sind ja Straftatbestände verwirklicht, ja, und man hat ja wirklich fast so eine Konstellation wie diese grässliche, der Wahnsinnige, der da in Österreich diese, ich glaube, Kampusch oder wie die hießen, jetzt hat er sie zusätzlich noch missbraucht, aber der hat die ja auch im Keller eingeschlossen. Also wenn man das machen würde jetzt in so einer, also das ist ja also völlig indiskutabel, es ist wirklich absolut monströs. Ja, ich finde das auch, das ist unfassbar, dass es also, aber auch von Leuten offensichtlich gemacht, die sich nicht vorstellen, was sie da sozusagen mit auch anrichten. Ja, also sie hatten ja, glaube ich, den Herr Schubert oder so war das, ist ja so, Herr Professor Schubert, ja, wenn Sie ja hier der zur Traumatisierung auch sprach, also Sie würden ja im Grunde genommen Traumatisierung hoch 10 organisieren auf diese Art und Weise. Ne? Das ist ja unfassbar, also Folter im Grunde genommen, was Sie damit organisieren würden. Und das Ganze, was praktisch mit dem Recht auf Gesundheit ja verbunden wird, übrigens bei der WHO, genauso wie auch in der Kinderrechtskonvention, würde vollständig der Charta der WHO mit Recht auf Gesundheit würde vollständig dem Kinderrecht auf Gesundheit widersprechen. Denn das Kinderrecht auf Gesundheit ist nie nur die Abwesenheit von irgendwelchen Krankheiten. Ja? Es ist immer auch ein sozusagen ein umfangreicher Bereich, der etwas mit Spielen, mit Partizipation, mit Betätigung, mit Persönlichkeitsentfaltung und so weiter zu tun hat, der eben auch die Befindlichkeit und die Gesundheit betrifft. Und Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sagt die WHO. Also es ist, ist unmöglich, dass sozusagen so etwas an verschiedensten Stellen offenbar immer wieder geschieht
von Bürokraten wahrscheinlich, die sich auch nicht näher Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen ihr Handeln hat. Und ich hoffe, dass das alles auch juristisch nochmal aufgearbeitet wird und man dann halt eben sagt, das kann nicht sein. Also was man da sozusagen gegenüber Kindern durchführt und wie gesagt, gegenüber Kindern in einer Leichtfertigkeit durchführt, wie man es gegenüber keinem Baumarkt, keinem Biergarten, keiner Bundesliga, keiner Bandarbeit oder sonst etwas machen würde. Ne? Also da ist es ja sozusagen, die können machen, was sie wollen, ja, das ist völlig egal, aber hier bei den Kindern und Jugendlichen wird da an manchen Stellen mit einer brachialen Form durchregiert, ohne sich bewusst zu machen, was da tatsächlich für Auswirkungen mit verbunden sind. Und wie gesagt, die Studien können ja auch zeigen, diese JUKO-Studie jetzt zuletzt, Jugendliche, junge Erwachsene, dass der allergrößte Anteil der Jugendlichen, jungen Erwachsenen sagt, mein Eindruck ist, meine Bedürfnisse, meine Interessen waren und sind dieser Gesellschaft völlig egal. Völlig egal und es interessiert überhaupt nicht, was ich oder was wir sozusagen für wichtig erachten. Wir fühlen uns, auch wenn überhaupt irgendwelche Bildungsdebatten stattfinden, wir fühlen uns auch nur als Schüler angesprochen, als wäre das unser einziges Wesensmerkmal, dass wir Schüler sind und nicht, dass wir auch noch Menschen sind, die noch irgendetwas anderes als Schule im Kopf haben könnten. Mhm. Also auch diese Frage kommt darin vor und immer wieder, wir fühlen uns überhaupt nicht beteiligt. Wir sind überhaupt nicht beteiligt worden, werden überhaupt nicht einbezogen und etwa nicht nur in der heißen Lockdown-Phase ganz am Anfang, wo man noch vielleicht noch mit diesem einen oder anderen Verständnis herangehen könnte, sondern in den ganzen Monaten seitdem und selbst in den Exit-Debatten sind sie völlig ausgegrenzt gewesen und nur abschlussbezogen hat man sie betrachtet. Übrigens eine Gruppe, die auch immer sehr wenig vorkommt, das sind die Kinder mit sonderpädagogischer Förderungsbedarf, ja. Wo die sozusagen, für die es noch mal schwerer ist, zu verstehen, warum werde ich jetzt hier eigentlich völlig ausgegrenzt? Ja? Warum darf ich jetzt plötzlich nicht mehr in die Werkstatt oder in die Schule gehen, wo ich doch jeden Tag hingehe? Warum lassen die mich nicht mehr raus oder so? Ja, es ist noch schwieriger für diese Kinder. Wenn man dann halt einfach über die hinweggeht und auch sich nicht keine Gedanken macht, was das für diese Hunderttausenden von Kindern bedeutet oder für die Kinder von psychisch kranken Eltern, sind ja auch mehrere Hunderttausend, ja, wie leben die dann zusammen, wenn sich dann niemand drum kümmert und nur noch digital sie betreut? Ja? Das sind alles Gruppen, die sind völlig aus dem Fokus raus und die müssen endlich wieder in den Fokus rein und müssen erstmal wieder in die Betrachtung rein, in eine selbstkritische Betrachtung stehen. Also es ist ja wirklich schockierend, was da zutage kommt. Ja, also es ist ja noch viel schlimmer, als ich das gedacht hatte. Also dass man das eh schon gesehen hat, wie das jetzt so für die eigenen Kinder oder Kinder, die man kennt, da war das ja auch schon eine erhebliche Einschränkung. Und die sind ja tatsächlich jetzt nicht ganz so arm dran da, wie sie das, was Sie jetzt beschreiben. Aber die Situation ist, also es ist wirklich unsäglich. Und dass das auch, was Sie sagen, überhaupt null in den Blick genommen wurde, weder im Vorfeld noch auch jetzt, ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, Mensch, jetzt geht ja sozusagen, die Maschinerie läuft ja auf irgendwie einen zweiten Lockdown oder partiellen Lockdown oder was weiß ich hinaus. Aber auch jetzt scheint man ja keinerlei Anstrengungen zu unternehmen, das zumindest für die nächste Konstellation irgendwie zu eruieren oder mit irgendeinem Maßnahmenplan des Wegs zu kommen. Wie ist denn das? Wir hatten ja jetzt schon festgestellt, es wurde nicht berücksichtigt, dass Homeschooling in ganz vielen Familien schlicht nicht funktioniert, weil die Materialien dafür nicht da sind. Und es ist niemandem aufgefallen. Ist es irgendjemandem aufgefallen, dass für diese Kinder unter Umständen 1 bis 2 Mahlzeiten am Tag wegfallen, in der Schule nämlich? Also so Grundbedürfnisse. Ja, die fallen wäre, ja vielleicht also, eher auf. Man könnte ja sagen, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral und dann wäre sozusagen erstmal, wenn man so etwas macht und sagt, von heute auf morgen streichen wir sozusagen das kostenlose Mittagessen, dann muss man irgendwie ganz schnell organisieren, was machen wir denn, was passiert denn stattdessen? Ja, was machen wir denn stattdessen? Da gab es wohl so ein paar Lieferideen, die aber dann völlig aufgrund von bürokratischen Sachen hier und da überhaupt nicht funktioniert haben. Dass also dann entsprechend da nichts geschehen ist. An manchen Stellen gab es nochmal besonderes Engagement von Schulen und ich will gar nicht in Abrede stellen, es gab auch ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die sind dann tatsächlich von Haus zu Haus oder von Wohnung zu Wohnung einfach dann gegangen und haben dann eben versucht, mit Abstand versteht sich, dann irgendwie den Kindern Materialien zu geben. Aber es gab eben auch Lehrerinnen und Lehrer, die sagten, es gibt einen Prozentsatz, der gar nicht so klein ist von Kindern und Jugendlichen, die sind völlig raus gewesen.
mit denen habe ich aufgrund, auch nach allen möglichen Versuchen, habe ich überhaupt keinen Kontakt haben können, monatelang. Ja? Und ob das jetzt regelmäßig gesund gegessen haben oder ob die sozusagen jetzt in irgendeiner Art und Weise nochmal etwas lernen konnten und an Bildung teilhaben konnten, wissen wir nicht. Aber was wir natürlich uns denken können, ist, dass es enorm schwierig wird für die sozusagen wieder Fuß zu fassen, ja? Und wieder sich zu integrieren, wieder mitzumachen und wieder gefördert zu werden in den jeweiligen Institutionen, ja? Schulisch und eben auch, wie gesagt, außerschulisch. Denn dieser außerschulische Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, also offene Jugendarbeit, Jugendclubs und so weiter, wird bis heute immer noch total ignoriert und abgetan und gar nicht mit berücksichtigt, sondern alle reden immer nur dann über Schule oder vielleicht noch Kita. Ja. Naja, also da ist auf jeden Fall jetzt, ich hoffe, dass da jetzt die nächsten Studien, dass die das alle sozusagen etwas genauer sich anschauen, dass man dann entsprechend sagt, also da gibt es einige Herausforderungen, heißt das, glaube ich, heutzutage, wenn Wissenschaftler sich nicht so kritisch äußern wollen, sagen sie, da gibt es einige Herausforderungen, ja, oder Luft nach oben. Und ich habe das dann häufig etwas kritischer bezeichnet, ja, und denke, das sind gravierende Einschränkungen, gravierende Kinderrechtsverletzungen und die müssen dringend aufgearbeitet werden. Deutsches Institut für Menschenrechte sagte, ich weiß nicht, ob Sie das so ein bisschen kennen, diesen Berichterstattungsprozess, weil da gibt es ja immer einen Staatenbericht zur Kinderrechtskonvention alle 5 Jahre. Was haben wir getan? Da steht dann in der Regel erstmal ganz viel Lob drin, natürlich Selbstlob. Und dann gibt es verschiedene NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die dann halt eben auch entsprechende Nichtregierungsberichte schreiben. Und das Deutsche Institut für Menschenrechte macht das auch regelmäßig. Aber die hatten jetzt kürzlich auch schon angekündigt, sie müssen am Ende dieses Jahres nochmal einen zusätzlichen verfassen, der einfach die verschiedensten Einschränkungen der Kinderrechte während der Corona-Phase nochmal besonders berücksichtigt und werden den halt eben auch nach Genf schicken. Das heißt also, nächstes Jahr wird es dann in Genf eine Sitzung geben vor dem UN-Kinderrechteausschuss, in der dann halt natürlich auch verhandelt wird, ja, wie sieht das aus und wie sah das auch in der Corona-Phase aus. Ja. Okay, Stichwort Drogenproblematik. Also zum einen halt vielleicht drogenabhängige Eltern als auch Jugendliche, die sozusagen dann keine Therapien mehr hatten und so weiter. Haben Sie da irgendwelche Informationen oder Zahlen zufällig für uns? Also ich habe nur gehört, dass das jetzt sozusagen zu den entsprechenden einschlägigen Orten in den deutschen Großstädten, dass dadurch, dass ganz viele Bereiche einfach geschlossen wurden, dass natürlich da auch gerade die betroffenen Drogensüchtigen dann natürlich besonders liegen dann halt einfach überall auf den Straßen, in den Bahnhofsvierteln und so weiter rum, ja, weil halt eben die einzelnen Orte nicht offen haben und keine Maßnahmen stattfanden oder finden. Und bei Kindern und Jugendlichen, die, ich habe es ja vorhin schon mit den psychisch kranken Eltern angesprochen, die halt eben Alkohol- oder drogensüchtige Eltern haben dann halt eben damit alleine zurechtkommen mussten, ja, weil sie ja niemand anderen hatten, mit dem sie sprechen können, für die war und ist das äußerst schwer. Ja, jetzt kann man sagen, kindheitswissenschaftlich, deren Ressourcen sollten wir jetzt weiter stärken und deren Resilienz müssen wir weiter stärken, deren Erfahrung, was die alles geleistet haben, müssen wir besonders stärken. Aber für uns als Gesellschaft müssen wir trotzdem erstmal sagen, wir müssen erstmal sehr, sehr selbstkritisch damit umgehen, dass wir deren Schicksal und deren Bedürfnisse und Interessen so vollständig ausgeblendet haben über Monate hinweg. Ja, und das ist nicht in Ordnung. Also jeder Bundesliga-Verein hat mehr Presse und mehr Berücksichtigung gefunden als die 13 Millionen Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Und das ist nicht in Ordnung. Also es ist wirklich schockierend. Also ich glaube, wir werden das auch aufgreifen. Ich weiß nicht, wie viele Klagen da jetzt im Moment schon laufen gegen diese, also quasi so Zwangsisolierung von kleineren oder überhaupt Kindern, Jugendlichen. Also da, wer da was erlebt hat, das wäre schön, wenn Sie sich bei uns melden könnten, dass wir gucken, ob man da eben juristisch dran vorgehen kann oder wir Kollegen vermitteln können, die da tätig werden können. Und die andere Sache ist, ich denke, wenn da wirklich solche Dinge jetzt passiert sind, wir hatten ja den Herrn Reusing hier, der ja da nach eine Menschenrechts,
also da auch sich nach Den Haag wenden möchte, wegen eben entsprechender Dinge, die da passiert sind. Und ich denke, dass also jetzt zum Beispiel tatsächlich diesen Zwang, da Kinder die eigenen Kinder da einsperren zu müssen, gegebenenfalls, das geht auf jeden Fall in den Bereich einer, also das ist absolut, das hat Relevanz für Den Haag. Und wer da auch was erlebt hat und eben entsprechende Unterlagen hat und so weiter, dass der sich auch einfach an uns wendet, kontakt@corona-ausschuss.de, und dass wir dann gucken, dass wir das eben weiter vermitteln, dass das gesammelt werden kann und man da entsprechend vorgehen muss. Weil ich finde, also da hörte das wirklich auf, also bei allem Verständnis für vielleicht sonstigen auch Dilettantismus oder Übereifer oder sowas, aber das ist jetzt eine derartig monströse Angelegenheit, insbesondere bei nicht infizierten oder nicht erkrankten Kindern. Ja, es ist also... ich finde, da hört der Spaß auf und da muss man auch ganz klar Grenzen, also die müssen ganz klar gezogen werden hier in der Angelegenheit. Das müssen wir auch noch viel sichtbarer machen, diese ganze Problematik, als sie jetzt langsam wird. Ja, aber das ist also wirklich, das kann so nicht weitergehen. Und gerade in Anbetracht dessen, dass wir nicht wissen, was uns der Winter bringt und die nächsten Monate. Ja, ist ja Wahnsinn. Ja, ja, Herr Professor Klund, ich finde es toll, dass das geklappt hat, dass wir da heute miteinander sprechen konnten. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Dinge, an denen Sie da dran sind. Und lassen Sie uns in Kontakt bleiben, wenn Sie da noch weitere Erkenntnisse haben. Und wir würden uns wirklich um die juristische Seite jetzt kümmern. Das wird und auch sozusagen auch das noch einfach einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen, was hier passiert und wie wichtig es ist, dass eben gerade diese Menschen da eine größere Lobby bekommen. Dass das aufhört und nicht einfach so weiterlaufen kann, undercover. Und wir dann ja auch bei denen die entsprechenden Traumafolgen, die sind ja jetzt schon, sind die traumatisiert bestimmt durch vieles, was sie da erlebt haben, aber dass eben auch die weitere Schädigung für die Zukunft aufhört und man eben das eher versuchen muss, zurückzudrehen, was da an Leid erlebt worden ist. Ja. Ja, herzlichen Dank. Dann vielen Dank. Gerne. Ja, wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Sitzung. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wollte Sie noch darauf hinweisen, dass Ovel Media ja unsere Sendung hier kostenfrei aufzeichnet für uns und dass Sie sich über Unterstützung freuen. Spendenkonto findet man bei Ovel Media und wir, auch in dem Kanal von Ovel Media, da ist nochmal ein Link. Wir machen wahrscheinlich auch einen Hinweis oder haben den. Und die machen auch einen Film über Corona, wo sie eben die ganzen vielen Aspekte auch nochmal zusammenstellen und wichtige Player sozusagen des Ganzen vorstellen. Wir freuen uns auch über Spenden, um eben auch künftig noch mehr Studien oder solche Dinge, die Ausschussarbeit und Studien, die wir jetzt benötigen, um bestimmte Sachen zu klären, finanzieren zu können. Und in hoffentlich der nächsten Woche, jetzt Anfang der Woche, wird unsere News-Seite dann endlich online sein, wo wir den Blick in die Welt uns genehmigen, um eben zu gucken, was tut sich tatsächlich in Spanien, in Israel, was tut sich in Brasilien, sowohl in Bezug auf das Virusgeschehen als auch den eventuelle Lockdown-Bestrebungen oder wie man es nennen möchte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Tschüss.